Hallo und schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks mit einem Replay. Und zwar mit dem Jagdtiger. Und man sieht, sofort wird der Jagdtiger hier angefragt für einen Zug. Mal schauen, was er denn so macht. Der Kajetan WZ. Auf jeden Fall, wir sehen, er ist top hier auf der Karte Ensk. Natürlich, die Jagdtiger kann eh nur maximal Tier 9 sehen, aber 8er, 7er, 6er Gefecht, das ist natürlich sehr fein. Und mal schauen, wo er sich niederlassen will. Scheinbar findet er hier hinten die Stelle gleich ganz schön. Jetzt kuschelt er erstmal ein bisschen mit dem Teaser. Aha, er hat sich hier den Busch ausgesucht. Das sind alle TD-Spieler hier hinten. Kann man sich... oder? Ne. Hat jetzt gedacht, er zeigt uns hier den Monster-Spot, aber sieht wohl doch nicht so aus. Ganz im Gegenteil. Jetzt schubst er hier sogar noch den Skoda weg. Und will sich hier da mal so hinstellen. Also Skoda wegschubsen, naja, nicht die feine Englische. Warum der Skoda aber hier hinten überhaupt steht, weiß ich ehrlicherweise auch nicht. Jetzt schreibt er Angriff und der T34-1, der pinkt ganz, ganz, ganz heftig. Er schreibt auch Stop Spam, weil ja, das geht auf den Keks. Wow, der war aber knapp, du. Und da hat er jetzt gleich ein bisschen was zu tun. Auf den kommt er noch nicht, aber auf den T25-2. Und der ist gleich weg. Ah, den T32. Da ist noch ein bisschen was im Weg. Und jetzt hier die Arti hält hier rein. Gott sei Dank nicht so schlimm. Aber man sieht, der Funker, der Kommandant, so ziemlich alles ist weg. Also den Kommandanten zumindest würde ich mal wiederholen. Und auch wenn die Arti da nicht viel Schaden gemacht hat, aber der Kommandant ist unangenehm. Jetzt ist er wieder da. Kurzes Power-Nickerchen, so gesehen, ja, fast eher. So, und jetzt kommt er langsam auf den T32 drauf. Da rechts ist auch die Arti offen. Na, auf die Arti kommt er aber nicht. Jetzt konzentriert er sich weiter auf den T32. Der ist halt hinterhalb des Buschs noch, aber jetzt der T29. Auf den kommt er jetzt drauf. Jetzt muss er nur noch mal vorfahren. Komm schon, komm schon. Ja, ja, nein. So, jetzt hat er's. Jetzt komm, nimm ihn da raus. Immer schön gekettet halten. Oh, zwar noch mal Hit, aber leider nicht gekettet. Und ja, der T32, der hat dann noch mal schnell hinten nachbekommen. Da war es das auch schon. So. Und auch der T29 ist Geschichte. Jetzt wird hier schon gekappt. In der Stadt ist auch sehr wenig von seinem Team zu sehen. Da muss er jetzt mal langsam hin. Die Arti lässt da rechts liegen. Die interessiert ihn nicht wirklich. Jetzt da der FV4202 Premium. Komm, oh, das ist nicht... Ich wusste gar nicht, dass das zum Durchfahren ist. Alles klar. Okay. Das nächste Mal weiß ich das auch. Der MT25 links rein, aber konnte nicht wirklich viel Schaden machen. Aber er bleibt hier auf dem FV. Aber hier, Auto-Aim hat hier nicht geklappt. Jetzt hat er die Kette weg. Aber hinter ihm kommt der STA rum. Jetzt hat er Glück, dass der FV sich da nicht weiterhin auf ihn konzentriert, weil das wäre ein Free Damage. So, jetzt geht die Kette wieder. Jetzt sollte doch gleich ein bisschen was zum Wirken haben. Aktuell der Schaden noch ein bisschen klein, aber fein. 8:9 steht's. Also der Gegner ist hier gut am Drücker. Und jetzt hier den Super Pershing noch ein Hit, dann ist er weg. Oh. Komm schon. Jetzt zählt er sie zurück.
Und jetzt wenigstens die Su-100Y weg. So, super. Ja, der Komet, schön schnelle Auto-Aim. Da sieht man halt mal, die Kanone ist wirklich sehr gut. Also schießt nicht nur schnell, sondern aimt auch schön ein. Und jetzt nimm ihn raus, komm. Ja, fein. 11 zu 11 steht's damit. Ja, der Tiger 2, was ist mit dem? Da hat er sich hier das Wrack ein bisschen zurechtgeschoben. Und jetzt kommt er drauf. Ah, ein Hit wenigstens. Wie gesagt, das Wrack steht jetzt gut. Auch hier der T29 nochmal ein Hit, noch der nächste Hit. Und jetzt zieht er sich wieder zurück. Na, jetzt kommt der Tiger nochmal vor, aber da kommt er super auf die Frontwanne. Oder Frontplatte der Wanne sehr gut drauf. Und auch wenn er mal nicht durchgeht, aber... Oh, jetzt komm schon. Aber scheinbar hat er auch Munitionslager kaputt, weil so lange wie der nicht schießt, schon eher kurios. 11 zu 12, jetzt 12 zu 12. Er hier hat noch eine Art im Rücken, aber der T21 hat einen 6er Scout. Also im Prinzip ist es gar nicht so leicht, weil der Gegner so gesehen noch 3 Kampfpanzer hat. Und wenn man es jetzt mal ganz plump und ganz frech sagt, ist er alleine. Und er fragt auch nach den HP von der IS-3. Er zieht sich jetzt auf jeden Fall mal zurück. Der T21 Cap macht hier ein bisschen Druck. Das ist clever. Unten geht jetzt der Jagdpanzer auf. Da muss jetzt der T21 aufpassen. Sicht ist gut, aber nicht um jeden Preis. Oh, und der Rheinmetall schreibt, dass der IS-3... In dem Fall, ich habe irgendwann mal mit die angewohnt. Also der IS-3 hat noch voll HP und ja, er macht einen traurigen Smiley. Und jetzt hier der IS-3, der aber noch rappelvoll ist. Aber der achtet Gott sei Dank erstmal auf den T21 und nicht auf ihn. Das gibt ihm hier die Chance, den da ein bisschen schon mal zu hitten. Er will hier auf die Kette gehen. So, jetzt hat er alle Zeit der Welt, ES3 zu zielen. Und prallt hier Gott sei Dank ab. Jetzt kann er den schnellen Reload nutzen. So, komm, nimm ihn raus. Und man sieht halt, da nimmt er als Spieler seine DPM perfekt aus. Die Abpraller hier auch nochmal vom T29 und Jagdpanther. Jetzt kann er den Jagdpanther super in die Flanke schießen. Der dreht warum auch immer nicht weiter. Hat doch keine Kette runter, oder? Naja, dem kann es nur recht sein. Oder sehe ich das nur schlecht? Naja, ich glaube doch, dass er unten war. Hab's echt nur schlecht gesehen. Aber ist auch total Wurst, weil am Ende des Ganzen hat er jetzt hier nur noch den T29 gegen sich. 5 gegen 5 Kills. Beide wollen den Krieger, ganz klar. Und das wird er ja auch schon. Good job, Jagdtiger. Und dann Welcome to Feedtown Population U. Nicht schlecht. Hummel Together, schreibt er. Würde gerne zusammen mit der Hummel fahren, dass er da nicht von dem T29 umfahren wird, weil natürlich, das ist noch ein Thema. Einmal umfahren und das war's für ihn. So, jetzt wartet er ab. Da ploppt er auch schon auf. Wenn er jetzt da rumkommt, und er kommt rum, das macht er natürlich nicht so clever, der T29. Jetzt hat er leider nur den kaputten Motor. Jetzt muss er da drehen. Mit dem Motor dreht sich's halt auch schlechter. Jetzt fahrt er da vorne gleich rum. Das ist eine enge... Ja, und der nimmt ihn raus. Er holt seinen Krieger und macht 6176 Schaden. Sehr fein. Und eine ordentliche Credit-Ausbeute gab es am Ende des Tages natürlich auch noch. Schöne Runde. Ich weiß gar nicht, aber irgendwie war es kurios. Gerade der ES3, schöne Szene. Hat mir gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Karamba.